So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse, die letzte in dieser Woche, die erste in diesem Monat. Und wir schauen zunächst nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Klar. Und ganz kurz Moment, ich möchte den Zuschauern gerne kurz was zeigen. Vor wenigen Minuten sind nämlich die Arbeitsmarktdaten in den USA herausgegeben worden und da hat der DAX nochmal einen kleinen Stüpsel nach oben gemacht. Der Rest jetzt von dir, liebe Johanna. Ja, gute Nachrichten kommen natürlich heute am deutschen Aktienmarkt an. Auch die Arbeitsmarktdaten, da haben wir ja auch schon die ganze Woche drauf geschaut. Aber das war natürlich nicht der Hauptgrund, sondern das Hauptrisiko, was wir in dieser Woche gesehen hatten, war natürlich die politisch kritische Situation in Italien. Und jetzt hat man sich dann doch zusammengerafft sozusagen und sagt, naja, wir probieren doch diese Koalition zwischen Lega und Fünf-Sterne-Partei. Und das ist zwar eine eurokritische Koalition, aber die Experten sagen, wäre es zu Neuwahlen gekommen, dann hätte man hier noch mit mehr Problemen gegenüber der EU rechnen können. Und dementsprechend ist hier heute Erleichterung zu spüren beim deutschen Leitindex. Das heißt, der DAX notiert fest über der Marke von 12.700 Punkten und deutlich über 1% im positiven Bereich. Allerdings warnen die Experten auch und sagen, nach wie vor ist Vorsicht angesagt, denn es ist immer noch nicht die Kuh vom Eis. Das hat man spätestens an dem Misstrauensvotum gespürt gegen den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Aber momentan, da lassen sich die Anleger nicht die Butter vom Brot nehmen und kaufen einfach mal am Freitag zu. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Euch allen ein schönes Wochenende. Ja, und wir kommen, bevor wir jetzt uns ganz kurz dann, also etwas länger mit der Wall Street beschäftigen, kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Unternehmen, das heute wieder erneut im Fokus stand. Nicht nur die Commerzbank, die heute, glaube ich, 5% im Plus ist, sondern auch die Deutsche Bank. Wir sehen es hier, wir haben den 24-Stunden-Chart von TradeGate. Da sehen Sie hier gestern Kurse ja deutlich unter der 9,20. Ich glaube, es waren 9,05 irgendwas in dem Bereich oder 9,10. So, und dann sehen wir jetzt 9,48, also etwa so 3,5% die Aktie im Plus. Freut natürlich die, die heute Morgen vielleicht den Mut gefunden hatten. Aber langfristig bedeutet das natürlich erst mal gar nichts. Weshalb habe ich denn dann den deutschen Bankchart mit dabei? Weil der neue Vorstandschef Sewing sich heute zu der Abstufung unter anderem von Standard & Poor's geäußert hat und er sagt, die finanzielle Stabilität unseres Unternehmens steht außer jeder Frage. Also da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Und er kontert damit praktisch die Angriffe, die wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen hatten. Zunächst hieß es ja aus den USA, die Deutsche Bank sei eine Problembank oder als Problembank einzustufen. Dann, wie gesagt, die Abstufung durch S&P und jetzt der Konter aus der Konzernzentrale. Nein, da gibt es nichts, worüber sich Anleger Sorgen machen müssen. Zumindest nicht, was die Finanzstabilität des Konzerns betrifft. Ob es ausreicht, dass wir hier mal eine etwas deutlichere Gegenbewegung sehen werden, muss man sicherlich in der kommenden Woche abwarten. Ich weiß, das ist irgendwie so ja, eine Phrase, müssen wir abwarten, müssen wir sehen, aber es bleibt uns wirklich nicht allzu viel übrig. Wenn Sie mich so nach meinem Gefühl fragen würden, dann würde ich sagen, naja, Abwärtsbewegung, Konsolidierung, Abwärtsbewegung, Konsolidierung, Abwärtsbewegung, zumindest dürfte es nicht allzu tief weitergehen, sondern wir sollten dann erst einmal vielleicht hier so eine Konsolidierung sehen, bevor, wenn es Sewing hinkriegt, dass er tatsächlich so für neue Impulse sorgt, wir vielleicht tatsächlich auch mal bei der Deutschen so eine Art Gegenbewegung sehen können. So, jetzt aber zu dem, was wir eigentlich hier tun wollen. Sie sehen es oben schon in Rot, Arbeitsmarktdaten, Jobdaten sehr gut ausgefallen, deutlich über oberhalb der Erwartung 223.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft, 188.000 waren erwartet worden. Insofern springt der Dow um 120 Punkte nach oben, S&P und Nasdaq Future ebenfalls im grünen Bereich. Warten wir mal ab, was die Börse draus da jetzt im Tagesverlauf draus macht. Und wieder habe ich gesagt, warten wir es mal ab. Aber da ich es nicht genau weiß, müssen wir ganz einfach so weiter verfahren. Gute Vorzeichen bei Apple heute Morgen. UBS hat sich das Unternehmen genau angeschaut und hat das Kursziel noch einmal kräftig erhöht und zwar um etwas mehr als 10% auf $210. Hintergrund ist, Apple ist nicht Nokia, Apple ist viel mehr wie Nike, also ein Lifestyle-Produkt mit einem guten Brand, mit einem stabilen Brand und das iPhone wird in den kommenden Jahren, beziehungsweise die ganzen Services um das iPhone herum, werden in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass die Gewinne
beim Konzern weiter sprudeln werden. Technisch gesehen ist es natürlich relativ einfach. Sprung über den horizontalen Widerstand, dann ja, so ein kleiner Pop nach oben. Jetzt ganz, wird das Ganze ein bisschen zur Seite ausgependelt bis zum nächsten Impuls. Der könnte, wie gesagt, heute erfolgt sein mit dieser Anhebung des Kursziels und die Aktie dann weiter nach oben treiben. Alibaba auf der anderen Seite, ja, heute vom Kurs her gesehen sicherlich nicht schlechter als in den vergangenen Tagen. Also zumindest werden wir wohl eine Seitwärtsbewegung sehen. Jetzt haben wir allerdings aus der Unternehmensführung oder seitens der Unternehmensführung gemerkt, dass die Rhetorik sich verschärft gegenüber den Amerikanern. Da hat nämlich ein Senator behauptet, dass die Technokonzerne, also die Technikkonzerne, Hightech-Konzerne, Internetkonzerne, können Sie sagen, wie Sie wollen, aus China oft genug Spione des Systems aus Peking sind. Und er hat sich da vermutlich etwas verrannt, aber die Amerikaner sind ja so, sie mögen es ja gerne derb, auch in der Ansprache dann. Und jetzt haben die Chinesen ganz einfach mal zurückgeschossen und haben gesagt, viele Amerikaner würden uns am liebsten dumm halten, womit man ihnen jetzt sicherlich nicht ganz Unrecht geben kann. Hat jetzt wahrscheinlich keine direkten Auswirkungen auf den Kurs. Es bleibt weiterhin sehr spannend bei Alibaba. Wird dieser Bereich hier um die 200, 206, um genau zu sein, übersprungen, hätten wir ein Kaufsignal. Solange das nicht passiert, sind bei uns, ja, sind wir weiter in der Seitwärtsbewegung, wobei sich das Ganze hier langsam annähert. Also irgendwann im Juni oder vielleicht Anfang Juli in diesem Szenario würden dann die beiden Linien aufeinandertreffen und dann würde schon irgendeine Entscheidung fallen. Bei Twitter ist heute ebenfalls eine Entscheidung gefallen, und zwar bei MKM Partners. Das ist insofern ganz relevant, weil MKM Partners die ersten waren, die gesagt haben, jawohl, Twitter hat die Kurve gekriegt, gute Zahlen, gutes Wachstum, here to stay, wie die Amerikaner so schön sagen. Und danach ist ja dann die Aktie auch wirklich gut gelaufen. Also MKM, das war glaube ich hier schon im November oder nochmal im Februar, dass sie sich zu Wort gemeldet hatten. Jetzt haben sie das Kursziel sogar nochmal etwas erhöht, und zwar von 40 auf 43 Dollar. Hintergrund ist die bevorstehende WM. Und die Analysten glauben, dass die Erlöse, die Umsätze, die Twitter mit der WM und mit diesen ganzen Tweets, die dann letztendlich da durch die Gegend fliegen, dass Twitter deutlich mit mehr Erlöse wird erzielen können. Und das, wie gesagt, resultiert dann in einem höheren Kursziel. Werden wir natürlich dann sehen mit der Vorlage der, naja, Q2-Zahlen vermutlich noch nicht ganz, vielleicht erste Auswirkungen, aber sicherlich dann mit den Zahlen zum Q3. Spannende Geschichte, Twitter mag ich ohnehin. Momo finde ich ganz toll. Also, hier Q1-Zahlen gemeldet, sehr starkes Wachstum vor allen Dingen auch bei den kostenpflichtigen Mitgliedschaften. Und jetzt geht es für die Aktie weiter steil nach oben. Hinterher springen, naja, wissen Sie, wenn wir senkrecht nach oben gehen, irgendwann kommt die Erdanziehung und holt das ein bisschen zurück. Und ich glaube, hier kann man tatsächlich mal einen Moment abwarten, denn das Schlechteste, was jetzt passieren kann, oder das Beste, was jetzt passieren könnte, wäre natürlich ein Pullback auf die Ausbruchslinie. Dann hätten wir alle die Chance, nochmal zu günstigeren Preisen reinzukommen. Wenn nicht, dann dürfte die Aktie vielleicht so irgendwo in die Seitwärtsbewegung übergehen, weil jetzt einfach der Schluck aus der Pulle zu groß ist. Einziges Risiko natürlich, dass sich trotzdem irgendein Unternehmen erbarmt und sagt, oh, was heißt erbarmt, und sagt, Mensch, Momo, tolle Produkte, tolle Plattform, schönes Wachstum, das schlagen wir ganz einfach mal zu. Wollen wir nicht hoffen, finde ich als eigenständiges Unternehmen momentan sehr viel spannender. So, und dann wünsche ich Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende, erholen Sie sich gut und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, tschüss.